Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Wir sind gerade in der Prüfung des Erwachsenen drinne auf Schwierigkeitsstufe schwer. Ballern wir hier gerade durch. Shit, was mache ich denn jetzt? Das war ja schrecklich. So. Und ja, hoffe, dass wir hier irgendwie gut vorankommen. Hier brauche ich Bomben. Genau. Machen das Ganze ja auf Zeit, wie gesagt. Weil wir wollen eine Flasche haben. War's das schon? Ne, da kommt noch was. Von oben. Aber das war's. Und nächste Runde. So, das ist eklig mit der Hand. Und den Zombies. Das ist wirklich eklig. Ich weiß nicht, ob ich mal sowas hier usen würde. Bringt das irgendwas? Bisschen. Ich mach's gleich nochmal. Aber das kostet sinnlos Zeit, glaube ich. Jo, die sind alle weg. Zombie, tschüss. Geil. Okay, war eine ganz nette Runde, glaube ich. Ich mach mal den und ich würde mal die Zeit wieder mitnehmen. Eine grüne Potion haben wir im letzten Part noch gekauft. Das passt eigentlich ganz gut. So, warte, hier halte ich mal kurz die Zeit an. Denn wir haben hier ein paar Fledermäuse. Wo sind sie denn jetzt? Eine nur? Sieht so aus, okay. Shit. Ah, das war wieder greedy einfach nur. Mist, da ist noch eine Fledermaus. Fledermaus, schneller. Nervig. Okay, dann kommt so einer. Das ist halt auch mega doof, weil der... Ich finde den mega langwierig, den Typen. Ich finde den echt mega langwierig. Der kostet einfach nur sinnlos Zeit, der Typ. Der ist einfach so easy, aber kostet zu viel Zeit. Ist einfach so. Der braucht halt drei Runden und der kommt dann halt nochmal. Das ist auch blöd. So, jetzt geht er wieder. Jetzt muss ich ihn noch einmal treffen. Dann ist er down. So, zack. Ja, ich werde, glaube ich, bald meine Mana-Potion mal konsumieren. So, tschüss. Weiter geht's. Okay, Ebene, die Ebene ist abgeschlossen. Was kommt jetzt? Okay, warte, ich fletz hier mal direkt mit einem Pfeil rein. So, dann ist das Ganze hier relativ eklig. Ich glaube, ich mache den ganz außen als erstes. Dann machen wir den hier. Wir müssen halt auch darauf achten, dass man nicht zu... wird das ein Treffer? Nee. Ah, shit. Ärgert mich. Das war schon wieder so ein sinnloser Treffer. Okay, jetzt wird's unsichtbar. Auge der Wahrheit. Ja, auch schwer ist halt doch nicht ganz so geil, ne? Jetzt kommt der von oben noch. Tschüssi, mein Freund. Bitte, 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 bitte. Shit, ey. Boah, da hat der mich voll weggefläzt, Alter. Der stunt mich und der haut mich mit einer Sprungattacke weg. Das war aber auch echt blöd jetzt. Oh, ärgerlich. Ja, kacke. Ich hätte es gerne geschafft. Ja, dann ziehen wir es diesen Part durch, oder? Wir haben mal echt viel Kohle. Ich werde mir mal ein paar Sachen kaufen kurz. Wartet mal. Also Pfeile müssen wir auf jeden Fall mal kurz ausfüllen. Ich glaube, Dekonüsse sind auch ganz nett. Aber vielleicht haben wir ja diese Runde ein bisschen mehr Glück und haben eine leichtere Schwierigkeitsstufe. Aber wir müssen halt diese Runde auch wieder den Arrow, 50 Pieces. Das reicht. Wir müssen halt diese Runde auch wieder... Zack. Rad der Strafe rollen. Oder Rad des Todes, besser gesagt. So, wir könnten ins Instantly... Wir haben ja einen Trank jetzt dabei. Das heißt, die ersten Runden könnten wir eigentlich voll auf Mana gehen. Und kaufen uns dann einfach drinnen wieder einen Trank. Hier kann ich mir noch den Teleporter kaufen.
Soll ich die mitnehmen? Ich glaube, ich nehme den mal mit. Dann haben wir hier nämlich auch alles. So, Warp. Ja, ich weiß nicht, wollen wir so erstmal weitermachen? Der hat ja nichts mehr weiter gehabt, ne? Der verkauft noch Tränke, glaube ich. Und die ganze Magie haben wir schon gekauft. Genau, der verkauft Tränke und die Magie haben wir gekauft. Genau. Okay. Wir haben noch 400 Rubine. Dann gehen wir nochmal ganz kurz bei dem anderen einkaufen und kaufen uns die Verbesserung von dem Hammer. Ich glaube, die hat 150 gekostet. Dann kann ich hier mir noch einen Herzcontainer mitnehmen. Theoretisch sogar zwei. So. Ich mach mal kurz hier Warp. Das Pinwheel. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen geärgert. Wir könnten aber auch erst nochmal hier reingehen, Leute. Was sagt dann? Wir könnten auch ein paar Bosse klatschen. Könnten wir auch machen. Weil ihr meintet ja auch, ich schalte, wenn ich verschiedene Ebenen erreiche, immer wieder was Neues frei. Vielleicht sollte ich wirklich einfach mal ein paar Bosse klatschen. Vielleicht kommt da mal was, wenn ich... Ne? Vielleicht sollte man das machen. So, was ist das? Blast Powder. Erhöht die... Oh, was ist das? Certificate of Swords. Was? Certificate of Swords. If forge your swords and make the sharper, you will be able to vanquish your enemies with greater ease. Mehr Schaden auf dem Schwert. Mehr Kraft mit unseren Bomben. Das hier kann man auch nochmal upgraden. Haben wir eigentlich schon die Erweiterung? Ja, haben wir schon. Stingshot. This is a better version... Ach so, das kann man auch nochmal verbessern. Oh. Dann wären wir vielleicht auch mit dem Ding rübergekommen. Magic Boomerang haben wir schon, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube fast... Das ist auch nochmal ein Upgrade, oder? Nee. Ich werd erstmal das Upgrade vom Hammer nehmen. Zack. Jetzt haben wir erstmal kein Geld mehr, ne. Okay, cool. Wir haben das Upgrade vom Hammer. Ja, nice. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal... Wir machen erstmal Bosse, Leute. Wir machen erstmal Bosse. Da gelten auch die gleichen Regeln. Aber ich glaube, es ist besser, erstmal ein paar Bosse zu machen. Goma und Dodongo haben wir schon mal gemacht. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir wissen ja nicht, was noch für Bosse kommen. Bin gespannt. Okay, aber als erstes erstmal den Schwierigkeitsgrad festlegen. Leicht. Okay, warte, wechsle ich instant mal. So, das habt ihr nicht mitbekommen, aber ich habe gewechselt. Und dann... Leider eine Strafe. Keine Rolle. Das ist jetzt nicht so schlecht, finde ich. Das ist jetzt nicht so schlecht. Also da gibt's wirklich schlechtere Strafen. So. Okay, geh mal rein, würde ich sagen. Geh mal rein. Wir haben es auf jeden Fall schon mal gemacht. Wir wissen jetzt, wie Goma tickt. Wir wissen, wie Dodongo tickt. Wir wissen, dass der echt assi ist. Okay. Und... Und viele Hits braucht. Haben wir das schon mal mit dem Doppelsword gemacht? Ich weiß es gar nicht. Also mit unserem Zweihandschwert.
Dieses Upgrade fürs Schwert ist natürlich dann auch eine richtig krasse Sache, ne? Los, lass droppen die Dinger. Ob man die später auch noch auf Zeit machen muss, könnte ich mir vorstellen. Oh shit. Oh, manchmal kriege ich keinen Schaden. Nein, was machst du? Wo gehst du hin? Oh Gott. Du. Okay, das war's schon. Oma mit einem Herz. Ah, ist okay. Ist okay, geht aber besser. So, erstmal schon Kaffee hinter die Oma hauen. Ba, 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 ba. Ja, aber schön, oder? Das lief doch mal gar nicht so bad. Dann auf zu Dodongo. Jetzt brauchen wir Bomben. Ich gehe einfach mal davon aus, wir gehen jetzt alle Bosse durch, oder? Das ist jetzt so meine Idee dahinter. So, let's go. Du bist nervig. Das weiß ich noch. Achso, da ist vielleicht die Thermalrüstung ganz geil, hä? Habe ich jetzt aber auch gar nicht dran gedacht. Dass man damit vielleicht besser abschneiden könnte. So, machst du mal direkt deinen Feuerstoß? Nö. Der ist da ein bisschen eigen, was das angeht. Und jetzt? Nice, Kumpel, nice. Okay. Pack mal das Ding weg. Jetzt dreht er sich auch so komisch. Warte mal. Ja. Und? Feuerstoß? Jo, du bist mein Typ. Okay, ist aber immer nur ein Treffer drin. Wollte mal gucken, ob ich das noch ein bisschen besser triggern kann. Alter, wie lange er braucht, um sein Schwert wegzupacken. So. Okay. Und? Feuerstoß? Nö. Das ist ganz, ganz komischer Geselle hier. Okay, aber jetzt. Dann trifft manchmal die Sprungattacke auch nicht. Gut, Boss Nummer 2 ist auch geplättet. Wir haben bis jetzt zwei Herzen verloren. Geht voll klar, denke ich. Okay, normalerweise kommt jetzt hier Elektro-Tentakel. Blub, blub, ne? Baranita, oder wie heißt das Ding? I don't know. Ganz komischer Name. Bambina war es, ne? Ne, das war die Schokolade. Okay, wir gehen in die nächste Etage. Wir kommen jetzt, glaube ich, auch in so einem Pausenraum an. Das heißt, da können wir vielleicht auch was kaufen. Müssen wir mal gucken. Aber wir haben halt bis jetzt nichts verschwendet. Okay. Ich glaube, die würde ich kaufen, oder? Die Red Potion. Ich kriegt man hier Geld? Ich krieg hier kein Geld, ne? Das heißt, hier müsste man eigentlich mit Geld reingehen. Ich glaube, ich kaufe doch keine. Ich weiß auch nicht, wie weit wir kommen, deswegen. Also das ist das einzige Geld, was wir, glaube ich, bekommen. Okay, was brauchen wir hier?
If you can, your swords reforge it. Okay. Aber, achso. Mehr Infos kriege ich nicht. Den Boomerang könnte ich mir vorstellen. Oder? Ja, komm, wir gehen mal rein. Wir gucken mal, was los ist. Jo. Alles klar. Dann bin ich mal gespannt, was das Ding jetzt kann. Den mag ich ja gar nicht eigentlich, ne? Das ist nicht so mein Boss. Scheiße, ey. Als nächstes kommt dann Phantomgarnon. Theoretisch. Ich bin gespannt, was die alle für Veränderungen haben, ne? Neo Barinata. Genau, Barinata war's. So, aber theoretisch hier einfach mit dem Boomerang reinhauen, ne? Okay, bis jetzt ist noch nichts anders, glaube ich. Kann höchstens sein, dass die Frequenz ein bisschen anders ist. So, und ich weiß auf jeden Fall, hier kannst du gut mit Dekonüssen arbeiten. Oh Gott. Ja, das war's mit Dekonüssen. So, und letztens ja nur noch... Okay, ich glaube, der schießt einfach viel schneller, der Typ. Also wir haben Glück, dass wir aktuell im Schwierigkeitsmodus leicht sind, auf jeden Fall. So. Ja, der macht Dauerfeuer. Das ist normalerweise, glaube ich, nicht so. Oh, und da kommen noch Blitze einfach von oben, genau. Genau. Oh shit. Und zack. Und tschüss. Easy. Easy, Leute. Ja, ich glaube, mit dem schärferen Schwert brauchst du wahrscheinlich dann nur zwei Treffer oder einen Treffer. Das würde natürlich dann richtig schnell gehen. Aber hey, das war auch ein Easy-Boss. Sind wir mal ehrlich. Schaden haben wir jetzt auch kaum bekommen. Drei Herzen bis jetzt. Kommt halt drauf an, was noch kommt und wie krass die noch werden. Und ich weiß halt nicht, ob ich schon alles hab. Ich glaube aber eigentlich nicht. Ich brauche ja irgendwo Lichtpfeile auch. Irgendwo muss ich Lichtpfeile kaufen. Ah, direkt in den Fight rein. Okay, da brauche ich Pfeile. Und unser Schwert. Mehr brauche ich nicht. Theoretisch. Kann man ja auch cheaten, indem man sich einfach in die Ecke stellt? Okay, ich muss erstmal fliehen, ne? Zack. Habe ich noch Kaffee? Ein bisschen. Okay. Neon Garnon. Neon Phantom Garnon, oder wie? Alter. Hallihallo. Bin gespannt, was der jetzt klar macht. Die Musik ist auf jeden Fall cool. Evil Spirit from Beyond, Neon Phantom Garnon, ja. Neo Phantom Garnon. Klar. Okay, was macht der klar? Ich gehe jetzt einfach mal direkt hier in so eine Ecke rein. Normalerweise, im normalen Spiel trifft er einen nicht. Ich glaube, der ist es, ne? Ne, der ist es. Okay, und der spawnt viel schneller. Aber er trifft mich nicht in der Ecke, also easy. Kein Problem. Das haben sie nicht geändert. Bis jetzt zumindest. Man muss, glaube ich, hier in dem Sinne einfach schneller reagieren. Weil der spawnt schneller. Und dann hat er noch eine zweite Phase. Der ist es, oder? Okay, bis jetzt aber alles im Möglichen. Ich glaube, dann ist es später ganz gut, dass wir schon das Hammer-Upgrade haben. Nice. So, geht immer noch nicht los? Okay, der hält ein bisschen mehr aus. Der hat mehr Power. Boah, muss man das später auch noch auf Zeit machen? Shit. Okay, jetzt geht's los. Alles klar, was kannst du jetzt? Hä,
Hä? Direkt Treffer einfach. Der hat doch bestimmt noch einen neuen Move, oder? Okay, rote Bälle. Kann ich nicht abwehren wahrscheinlich? Schade. Ja, ich wette, rote Bälle kann ich nicht abwehren. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Die verfolgen einen auch, kann das sein? Shit. Die Musik, ey. Irgendwie so Wüsten-Vibes. Jetzt aber, oder? Auch nicht. Okay, jetzt aber. Komm. Gib mir mal einen ordentlichen Ball. Natürlich, jetzt schießt er zurück. Mann! Du Penner! Die ganze Zeit nicht einmal zurückgeballert. Oh Gott, was jetzt? Ja, das ist auch so ein Move, den macht er eigentlich nicht oft, ne? Boah, ist das schlecht. Was mache ich denn gerade hier? Das wird ein roter Ball. Komm schon, Kumpel. Komm schon. Was war das denn? Kommen hier auch noch irgendwelche Bälle von oben? Mann, das hätte schon lange vorbei sein können, wenn ich mich mal konzentriert hätte. Mann! Ich habe halt Angst, dass der rote Ball kommt. Das ist ja ein nerviger Boss. Weil du nicht weißt, was kommt. Zack. Los! Erhöhe mal deine Frequenz, Junge. Jetzt kommt ein normaler. Okay, komm, das war's aber. Was? Hä? Warum habe ich jetzt 3 Freitreffer? Die ganze Zeit konnte ich nur einmal treffen und jetzt 3? Hä? Verstehe ich nicht. Okay, aber sehr gut. Also wir haben jetzt schon, wir haben halt Glück, dass wir auf leicht spielen, ne? Das ist halt echt mega. Das macht viel aus. So, jetzt müssten wir ja theoretisch wieder in einen Pausenraum kommen. Ba, 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 ba. Okay, cool. Auf in den Pausenraum. Immer noch 2, oder? Es gibt insgesamt 8 Bosse. 2, 4. Feuerdrache, Tentakeltyp. Ich glaube schon, ne? Ja, schon wieder. Wenn er eine Fee verkauft. Okay, wieder eine Red Potion. Ich glaube nicht. Ich weiß halt nicht. Mann. Ich hätte halt mal... Keine Ahnung. Ist halt sinnlos Geld jetzt. Ich nehme sie mit, Leute. Ich nehme sie mit. Aber ich glaube, wir machen dann erst im nächsten Part weiter. So, Red Potion. Und die kann ich... Ja, gut. Macht 6 Herzen. Aktuell lohnt sich's noch nicht. Da würde ich ein Dreiviertel Herz nicht mitnehmen. So, theoretisch kommt jetzt wohl Vagia. Das heißt, ich brauche einen Hammer und Pfeile. Thermalrüstung. Ich glaube, ich bin so ganz gut ausgerüstet. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das hier auch nice ist. Okay. Wir versuchen mal unser Glück. Und... Ja. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen den Hammer. Okay. Leute, im nächsten Part geht's weiter. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen hier im Boss Rush. Wir haben halt Glück, dass es leicht ist.
Wir haben echt Glück. Und die Rolle ist jetzt auch nicht schlimm. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.